Wunderschönen guten Abend zusammen. Heute aus meinem heimischen Wohnzimmer. Mein Name ist Dennis und ihr schaut der Pfleka Fotografie. Und es geht heute um die magische Kugel. Ja, willkommen zurück nach dem Intro. Wie ich schon angesprochen habe, heute Abend geht es um die magische Kugel. Die magische Kugel habe ich mir selbst gebaut, und zwar einmal hier aus dieser Lampe. Aus der Lampe habe ich das Gehäuse, den Glaskörper rausgenommen und habe einen Lensball reingesetzt. Eben um das soll es nun gehen. Wie bringe ich das jetzt magisch in Szene gesetzt? Warum mache ich das überhaupt? Es wird langsam immer kühler und kälter und die Herbstjahreszeit setzt ein, und deswegen braucht man auch mal eine kreative Idee für zu Hause, und deswegen habe ich das heute gemacht. Was brauche ich dafür alles? Ich habe schon gesagt, ihr braucht einen Lensball oder was anderes, was ihr auch immer in Szene setzen möchtet, was ihr magisch machen möchtet. Ihr braucht einen schwarzen Hintergrund. Ich habe mir hier einfach ein Stück Pappe genommen und habe das Stück Pappe mir zurechtgestellt und habe die Pappe, damit ihr mich mal besser seht, und habe die Pappe dann da einfach nur dahinter gestellt und bin dann erstmal mit der Wunderkerze hier vorne lang gefahren und habe dann irgendwann gedacht, ist nicht ganz so meins. Mit der Wunderkerze ist auch schon abgedroschener Pfad. Kennt ja jeder schon mit der Wunderkerze. Deswegen habe ich gedacht, ich habe noch Knicklichter. Und die Knicklichter habe ich dann geholt, habe dann ein Knicklicht hier unten reingestellt, dass die Kugel an sich, oder unten reingebastelt, dass die Kugel an sich einfach schon mal von unten beleuchtet wird und magisch an sich aussieht. Und dann habe ich einfach verschiedene Farben genommen von meinen Knicklichtern. Einmal mit Blau bin ich drumherum gefahren, mit Dunkelgrün und einmal mit Rot, und habe dann eben die Kugel magisch in Szene gesetzt mit magischem Nebel quasi. Also mit aus diesen Knicklichtern, wenn man da vorne rumfährt und so weiter, wird Nebel. Und so entsteht dann eine magische Kugel. Ich habe dabei eine Blende 8 benutzt, 30 Sekunden, und eine ISO von 100. Das ist bei den Lichtverhältnissen abends, wenn ihr alles dunkel macht, 30 Sekunden, und wenn ihr mit Licht rumspielt und genug Licht fällt ja dann auch auf das Motiv, ist es gut möglich. Und je nachdem, wie magisch ihr und wie magisch verwischt ihr das haben wollt, umso länger müsst ihr mit den Stäben drum rumfahren und auch hinter dem Motiv rumfahren. Und dann wird es umso magischer oder eben heller oder wie auch immer. Aber wie meine Bilder geworden sind, seht ihr jetzt. Thank you.
Ich hoffe, euch hat der Quick-Tipp gefallen und ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Und probiert es doch einfach mal selber aus und schreibt mir unter die Kommentare, ob ihr es selber ausprobiert habt und ob es bei euch auch geklappt hat und wie euch der Quick-Tipp gefallen hat und ob ihr sowas öfter sehen wollt, jetzt im Herbst, im Winter, für die kältere Jahreszeit. Einfach mal einen Quick-Tipp für zwischendurch, was man im Winter zu Hause so fotografieren kann. Genau. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wie gesagt, nur ein Quick-Tipp. Kreativ zu Hause. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke an. Ihr kennt dieses Spielchen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Und natürlich schaut auch gerne mal auf Insta und auf der Homepage vorbei. Würde mich freuen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Dennis vom Bodensee. Tschüss.